Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Wir sind in der, also zumindest im Eingang der Zisterne und meine Lampe ist fast wieder leer. Sehr gut. Okay. Ich wollte doch tatsächlich eigentlich nur zwei machen, aber. Wir sind ja im Eingang der Zisterne, sieht sehr cool aus hier, ne? Der Hebel klemmt, seine Getriebe müssen geölt sein. Geölt werden. Okay, wie stellen wir das an? Nö, da gehe ich nicht mehr zurück, oder? Warte, kann ich? Okay, gut, das ist ja ein Relief. Ach ja, hier. Mit dem Glas wahrscheinlich, oder? Yes, sir. Glasöl, okay, perfekt. So einfach geht's. Achso, ja, schon weiter. Muss ich, glaube ich, die Leiter hier so runterlassen immer. Damit dieses Rohr kaputt geht, ne? Irgendwie so war das doch. Okay, und. Yes! Hat auf jeden Fall funktioniert. Was ist hier los? Ja, eine Notiz bekommen. Repariere die Maschine, die Ostbrücke antreibt. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Das hier funktioniert, oder wie? Ja, das scheint hier zu funktionieren. Ja. Ja, jetzt haben wir hier zwei Türen, wo doch wir gehen können. Die dritte müssen wir uns erst noch freischalten. Wir können erstmal in den Steuerraum gehen. Ich glaube, das machen wir auch, oder? Das blaue Licht blendete ihn, genau wie in, dem dunklen Grab in Algerien. Es war so bezaubernd schön und er versuchte es zu erreichen. Die feste Hand des Barons hielt ihn jedoch zurück. Oh Mann, wie das hier schon aussieht. Und warte, das war doch hier so kacke, warte. War das nicht hier so, dass ich jetzt quasi das hier so umgestalten muss, damit das ja auf der anderen Seite genau gleich aussieht? Ja, indeed. Alter, die Geräusche machen mich gerade echt fertig. Okay, Moment. Das muss quasi hier, das muss so sein, damit es fast hier, also noch hier drunter ist. Und da dem hier orientiere ich mich jetzt mal. Und hier, das muss drüber sein. Und das hier muss gerade so drunter sein. Oh Gott, okay. Das kann was werden. Okay, jetzt muss ich erstmal das Richtige auch drehen. Ich glaube, das hier müsste eigentlich hier das Rechte dann sein, oder? Ja. Ah. Passt eigentlich, oder? Müsste eigentlich passen. Und das hier muss drüber sein. Ah, Mann. Ach so. Nein. Ja. Okay, nun das hier. Perfekt. Ah, funktioniert. Oder hat's? Warte, ich muss erstmal, glaube ich, das hier noch drehen. Oh, 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 oh. Nein! Hey, 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 hey! Moment mal hier, das hier muss noch so ein bisschen.
lässt sich nicht mal bewegen. Ah, scheiße. Ja, okay, warte. Passe ich da durch? Ja, passt. Okay. Zum Glück ist die Figur nicht nach mir gebaut. Okay, was haben wir hier? Okay, warte. Oh. Eine hölzerne Kurbel. Okay. Was haben wir hier? Ach so. Okay, Moment mal. Alles war falsch. Und das hier, oder? Oh. Ja, das hier. Nee, das war falsch. Jetzt warte mal. Oh mein Gott, nein. Was? Nein, hey, bleib unten. Ja, okay. Wie haben wir das? Ja, super. Moment mal. Kann man das auch irgendwie... Also das hier hoch. Und das hier... Nee, das war ja auch falsch. Ah, Mann. Was ist denn das? Okay, warte mal, lass mal das hier oben. Nee, das war auch falsch. Das hier wieder hoch. Ich will einen Neustart haben. Ja. Ja, läuft. Ey, wie soll das da vorne nicht funktionieren? Habe ich es da vorne schon mal probiert? Weird. Egal. Daniel, ist das du? What are you doing? Ich komme nicht zu holen hier mit diesem scheiß Hammer, Alexander. Jetzt hat er Schiss da in seinem inneren Heiligtum oder wie auch immer das heißt hier. Und hier? Was ist hier zu tun? Oh! 13. Maschine. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in diese Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. Ganze Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgerüst gefunden habe. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast hunderte Mal größer zu bauen, als den empfindlichen Apparat, den es nachmachen soll. Ganz zu schweigen von dem Strom des gezähmten Blitzes. Er setzt doch unter Druck gesetzten Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, was wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeitet und um alle Teile sorgsam aneinander zu fügen, brauche ich 5 Männer, um einen Turm aus zusammengezimmerten Eisen zu errichten und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. Eine Zinderpizze. Yay! Was müssen wir hier jetzt machen? Müssen wir hier auch was machen oder ist das schon hier? Ich würde eigentlich sagen, das hier ist gut, oder? Muss ich das wieder zurück machen? Okay, hat sich geregelt. Und Öl. Öl natürlich nicht vergessen. Okay. Was haben wir hier? Rohre. Ich hab's hier vor. Ich dachte, die zieht ja die ganze Zunderbüchsen, verdammt. Okay, warte mal. Gibt's hier irgendwo Rohre? Oder muss ich die da rausnehmen? Warte. Nee. Nein, macht doch gar keinen Sinn. Hä? Okay, warte mal. Gab's
Ist der schon mal hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, tatsächlich. Mega Science. Okay. Wie viel brauche ich denn? Warte mal, lass mal kurz gucken. 4. Ja, genau. Hey, nimm das. Wie schnell ist Scheiße, wie lau leer geht, ey. Das ist unfassbar. Okay, wie? Ah, okay. Und wie machen wir. Okay, okay. Aber jetzt noch zwei. Hey, ich schwör's, das sieht so aus wie eine scheiß Zunderbüchse hier. Wenn das so schnell hier vorbeiläuft. Muss aber hinten noch irgendwo eine sein. Oder hier könnte auch noch eine sein, aber ich habe bisher noch keine gesehen. Wenn ich mir einfach nur blinde, da ist einfach keine. Hier ist eins, okay. Dann fehlt uns jetzt noch eins. Niemand brauchte doch nur 3 oder braucht man wohl echt 4? Ich kann mich daran nicht erinnern. Naja, probieren wir es mal. Nee, man brauchte nur 3. Alles klar. Können wir jetzt hier raus, soweit ich weiß. Die wunderschöne wilde Orchidee schien wie ein Beweis für die Stärke der Natur, die in Brandenburg wachsen konnte. Leider waren es Alexanders Studien und seine Pflege, die die Blumen zum Blühen brachten. Ich hab echt nicht viel Zeit zu lesen. Echt jetzt? Wow. Dann gucken wir halt mal in der Zisterne nach. Der Zweck des inneren Heiligtums war es immer gewesen, die Kugel zu studieren und eine Möglichkeit zu finden, ihre Macht zu kontrollieren. Er war sich dessen allerdings noch nicht bewusst. Okay. Wie ist es eigentlich mit unseren Ganzen hier um? Einige Schnittwunden und blaue Flecken, leck mich doch am Arsch. Glasklar. Okay, das ist eigentlich so das Wichtigste, Sanity. Weil ich habe nämlich auch gehört, dass hier der Kjorg sein kann. Also das Unterwassermonster. Wenn du wenig Sanity hast. You're conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like for drinking. Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like the water mill. Exactly. Hier wirkt er ja ganz schön nett. Eigentlich echt traurig, dass Daniel ihm vertraut hat. Das Ganze hier halt zu hören. Aber Alexander verbirgt mich so ganz schlimm. Schlimme Hintergrundgeschichte. Du weißt überhaupt, Alexander, ich will euch nicht spoilern, ich werde das so am Ende erklären. Man erfährt es wahrscheinlich sogar noch, weil ich ja jetzt auch alles lese. Also zumindest die Notizen, wo ich finde. Naja, wenn nicht, dann erzähle ich das einfach so. Was ist das für ein Geräusch, Alter? Ich hasse es, dass die meiste Zeit die Musik daraus besteht, einfach Ambient Noises. Das macht ja auch das Resident Evil 2 Remake. Zum Beispiel, ja okay, gut, ja doch. Und so einfach irgendwelche Geräusche und komplette Stille.
Oh Mann. Nein. Oh, warte. 7th August 1839. There is no denying that Alexander puts a lot of faith into what I can only describe as magic. I'm not surprised. Even while traveling across Europe, I assumed I would have to embrace the supernatural to save my mind and life. As a novice, I do everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground, where we shall attempt to permanently banish the Orb's shadow. Ich kann euch nur was zum Voice Actor von Daniel sagen, und zwar, dass es nämlich, weil ich es schon erzählt habe, dann tut mir leid. Aber ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Was ist los? War das gerade ein Fisch? Warte mal, okay, warte, kurz Notizen. Mentos. In der Zisterne befinden sich Ventile, die Wasser aus der Kanalisation ableiten. Okay. Nochmal zum Punkt zu kommen. Der Daniels Voice Actor, also der Hauptcharakter hier für die, wo verschlafen haben, ist tatsächlich im Real Life ein Lehrer gewesen. Ich weiß nicht, ob er es immer noch ist oder auch an welcher Schule. Aber er war ein Lehrer. Oder er ist ein Lehrer. Bin mir nicht sicher. Das war glasklar. Ja, guck mal, wie sich alles bewegt. Hilfe! Was geht denn jetzt hier ab? Ich mag's nicht, wenn sich der Screen so bewegt, ey. Das ist voll schwer, hier seine Sprünge hier zu timen irgendwie. Da ist echt viel hier drin. Da bin ich der Kjörg, oder? Ne, der würde Split splashen. Oh mein Gott, lauf. Ich will nicht meine Sanity verlieren, denn wie schon gesagt, dann kann der Kjorn-Kiss sein, beziehungsweise du bildest ihn dir ein, aber der macht dir Schaden. Und das ist immer das. Das ist voll unfair. Ich meine, du bildest ihn doch nur ein, er ist Einbildung. Und hier. Auch ganz gemein, wie ich finde. Obwohl, man kann ja theoretisch auch drauf kommen. Aber ich glaube, ich hätte, ja, wie schon, ich kann euch mal das auch erzählen. Ich habe nämlich ein Playthrough nebenher angeguckt bei meinem ersten Let's Play, weil sonst wäre ich da, glaube ich, echt, hätte ich das erst gar nicht, glaube ich, durchgespielt. Ich habe ja auch, glaube ich, damals vom ersten Part bis zum zweiten Part, weil damals müsst ihr auch wissen, der erste Part, also quasi der, vom alten Let's Play, war tatsächlich echt der erste und der zweite Part. Das liegt ja daran, bevor ich kurz die Notiz lese, dass ich halt, erst wollte ich das spielen, oder bin ich irgendwie nicht weitergekommen, da dachte ich, okay, ich mache das als Let's Test. Wisst ihr, wie das abgelaufen ist? Ich habe dann einfach nach einem Monat, glaube ich, weitergespielt. Und nach ein paar Monaten. Ich glaube, war nicht sogar erst nach einer Woche dann, also sogar nach einer Woche direkt. 8th August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. Inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying, but Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Da wundere ich mich tatsächlich nicht. Dass du da irgendwie das Gefühl hattest. Würden wir doch so Angst machen. Ich meine, Daniel wird durch die Geräusche verrückt.
oder durch die Monster. Das finde ich auch so eine geile Mechanik in Amnesia, habe ich ja schon mal erzählt, hat ja der zweite Teil nicht so krass benutzt. Wie schon gesagt, das war ja eher auf die Story. Ich meine, okay, ich mag es, wenn ein Horrorspiel eine gute Story hat. Ich finde aber die Amnesia Machine for Pigs Story, muss ich ehrlich sagen, war halt für mich nicht mehr so interessant. Aber Dark Descent Story war... Ah, nein! Ja, hat das gerade auch gehört, oder? Das fucking Quark Time oder was? Oh nein! Ich hab das Geräusch genau gehört. Ich muss bis nach der... was ist das? Das hört sich nicht so gut aus. Boah, der Fisch hat mich gerade erschrocken. Ist da jetzt wirklich so ein Kjorn drinne? Ich glaube eigentlich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war einfach nur das Geräusch, wo du es quasi so denken sollst, dass da einer drin ist. Ich glaube nicht, dass da einer drin ist. Ich habe ihn noch... Oh mein Gott, habe ich mich jetzt gerade erschrocken, Alter. Oh mein. Wie schnell ist das wieder angegangen? Einfach ausstellen. Das sollte euch auch das Wasser abgelassen werden. Oder auch doch nicht. Ah ne, das war jetzt nur, damit diese Dinge abgestellt werden. Okay. Hier hinten ist nämlich das Wealth. Okay. Und wenn da auch ein Kjorn drin ist, dann wird er jetzt leider durch sterben. Okay. Letztes Tagebuch oder letzte Notiz. 1839. It is still early and Alexander is busy preparing for the ritual later today. Seeing him this worked up makes me question why. What does he stand to gain? I realize he is curious about it all, but surely there must be more. Is he so foolish he will attempt to tame the power of the orb? I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner sanctum with blue light, I realized we had but graced the orb's true potential. This might turn out to be more than escaping a creeping shadow. It might be the beginning of something truly extraordinary. Und jetzt kommt halt wieder das mit dem inneren Heiligtum auch an sich, denn dort ist ja Alexander, hat ja er in seiner Notiz auch gesagt. Und viele regen sich darüber auf, weil er hat ja so eine Amnesia Potion genommen, also quasi Amnesie, damit er alles wieder vergisst. Weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Und da fragen sich natürlich Leute, wieso hat er das getrunken? Und will dann ins innere Heiligtum, obwohl er einfach den Trank hätte nicht trinken können, und dann ins innere Heiligtum Alexander töten und dann den Trank nehmen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Wär's auch. Das wär's auch. Aber tatsächlich liegt es alles daran, umso mehr er seine Erinnerungen zurückbekommt, glaube ich, das kann ich einfach sagen, umso schneller verfolgt ihn der Schatten. Also dieses fleischige Zeug. Vielleicht hat er das deswegen gemacht. Aber trotzdem habe ich viel nicht verstanden. Und ich, inklusive jetzt, wo ich darüber auch nachgedacht habe, ich eigentlich auch nicht. Diese scheiß Geräusche jetzt. Verpiss dich, Quark. Aber ich glaube eigentlich, der Quark kommt doch gar nicht mehr vor eigentlich. Kam mir nur für eine Szene vor. Da habe ich mir aber auch vorgestellt, dass der noch öfters vorkommt. Und ich meine, der soll ja noch in dem späteren Ort, bei dem wir auch im nächsten Part wahrscheinlich sein werden, sollte der ja auch, also soll er ja auch kurz vorkommen, aber halt das Einbringen. Das soll so auf dich zusprinten und dann verschwindet er. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe schon gesagt, wir sind da ja noch nicht. Ich glaube, ich im Nisha sollte er ja fast jeder kennen. Obwohl, wieso habe ich jetzt einige Schnitten? Achso, ja stimmt, hatte ich schon immer. Ich brauche nochmal Leute. Ich dachte, das Wasser wäre abgestellt. Oh, ich habe doch so Schiss hier im Wasser. Lass uns einfach bitte hier abhauen. Und tschüss. Er wartete, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab.
Was, damit wir hier weiter können, und zwar hier runter, mussten wir einmal das Wasser abschütteln, das haben wir jetzt gerade gemacht, aber da ist auch noch irgendwie Gift, was Giftiges. Und deswegen brauchen wir erst noch einen Impfstoff. Den finden wir dort. Sollen wir noch kurz die Brücke noch runterlassen? Ja, können wir machen. Das war leider kein einfacher Job. Also, ja, gut, schwer ist es ja jetzt auch nicht. Und zwar, wir brauchen einmal einen Stein. Wo mal das? Okay. Und wir müssen darauf werfen. Aber erstmal werfe ich mal hier auf die Plattform drauf. Ja, genauso. Nicht anders. Genau so müsst ihr das werfen. Jetzt komm. Ja, okay, und jetzt hoch. Okay. Und jetzt müssen wir die Brücke da betreffen. Ich habe damals immer einen Fehler gemacht, und zwar ich habe den immer nach unten hingeworfen, muss einfach nicht hier rüber. Und was ist das für ein Ort? Leichenhalle. Ich hoffe, ihr seid da beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei, denn ich glaube, das könnte euch wieder interessieren. Das war nicht so gemeint, aber ja, weil es auf jeden Fall ein gruseliger Ort ist, morgen, ja, also im nächsten Part, sagen wir es mal so, wird es wieder gruseliger. Weil das war jetzt hier gerade eine angenehme Folge. Für mich war es toll, für mich wird die nächste Folge schrecklich wahrscheinlich wieder, aber für euch wird es wahrscheinlich unterhaltsamer. Also dann auf jeden Fall, ciao.